WM-Qualifikation, drittes Spiel, Deutschland bisher 2 Siege ohne Gegentor und jetzt geht's gegen Nordmazedonien. Und da muss doch der dritte Streich folgen, schauen wir mal, ob wir eine Wette haben. Ja, 3-0 gegen Island, das war ja ein gutes Spiel. Ein 1-0 gegen Rumänien mit Ach und Krach, klar die bessere Mannschaft, aber irgendwie wieder zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht. Und was überhaupt auffällt, mir zumindest in den Ergebnissen dieser WM-Quali, dass die großen Nationen wieder scheinbar gar keinen Bock haben, gegen diese Kleinen zu spielen. Außer vielleicht Dänemark, das irgendwie 8 oder 9-0 gewonnen hat, aber die anderen haben eher unterperformt. Wobei Mazedonien mit dem 5-0 gegen Liechtenstein da auch aus der Reihe fällt. Ansonsten wäre man wahrscheinlich besser gefahren, wenn man immer auf die Außenseite mit Asian Handicap plus 2 oder so gegangen wäre. Jetzt hier wahrscheinlich gegen die Mazedonier, wie sind da die Vorzeichen? Ja, Radek, ich möchte da noch kurz noch was zuzeigen. Mir ist auch aufgefallen, gerade in der ersten Halbzeit hatte ich bei sehr, sehr vielen Partien, wo die Vorzeichen David gegen Goliath waren, eigentlich so gut wie gar nichts getan. Mal schauen, ob das so weitergeht. Die Frage ist auch wirklich, inwieweit ist da die Sinnhaftigkeit dieser Qualifikation auch berücksichtigt. Ne? Jetzt geht es auf jeden Fall gegen Nordmazedonien und wir spielen mit Ter Stegen im Tor. İlkay Gündoğan als Kapitän läuft er auf, hat der Löw gerade bekannt gegeben, Neuer bekommt die Pause. Und ja, ich denke, man muss weit zurückschauen, als Deutschland vielleicht 3 Spiele in Folge zu 0 gespielt hat. Gerade die Defensive bei unserem Manko und der Offensive laufen ja genügend potente Spieler rum. Die Frage ist, Mazedonien, 2 Tore gegen Rumänien, 5 gegen die Liechtensteiner. Also da ist die Frage, können die auch gegen Deutschland scoren? Weil, dass die einen Punkt holen, das schließen wir beide aus, oder? Ja, ich denke auch. Grundsätzlich, die Abwehr der Deutschen war stabil. Ich habe im letzten Video eigentlich damit gerechnet, dass die Rumänen diesen deutschen Riegel knacken. Aber war nicht der Fall. Deutschland stand zumindest in der Defensive gut. Rumänien hat jetzt auch nicht so viele hochkarätige Torchancen. Auf der anderen Seite, ja, die Spieler, die sehnen sich wahrscheinlich wieder nach der Heimreise zu den Vereinen. Da stehen dann Champions League-Spiele in der nächsten Woche auch noch an. Also das ist ja wirklich eine größere Pflichtaufgabe als das hier. Gibt es eigentlich nicht, deswegen erwarte ich hier jetzt auch wenig Kühe und das Pferd Deutschland wird auch wieder nur so hochspringen, wie es muss. Auf der anderen Seite, ja, die Frage, ob die Nordmazedonier hier imstande sind, ein Tor zu schießen, why not? Aber andererseits, ja, drauf würde ich jetzt nicht so viel Geld setzen. Überhaupt Länderspiele, klassisches Gambling und daher weniger unsere Spielwiese. Deutschland minus 2,5, eine Zweierquote halte ich schon für sehr riskant. Wenn man jetzt die letzten Spiele so sieht und die Lustkurve eher nach unten geht wieder, was deutsche Länderspiele betrifft, auch als Zuschauer. Und dann haben wir hier Nordmazedonien plus 2,5. Wäre natürlich auch hochspekulativ auf eine Mannschaft, von der man vielleicht Goran Pandev kennt, der 2010 vor 11 Jahren die Champions League mit Inter Mailand gewonnen hat. Aber natürlich in Nordmazedonien der Superstar ist. Und auf der anderen Seite natürlich viele international erfahrene Spieler, die aber ja jetzt natürlich, ja, auch in den 2 Spielen zuvor wenig aus den eigentlichen Möglichkeiten gemacht haben. Gut gewählte Line sozusagen der Buchmacher, finde ich. Bei minus 2,5, also Deutschland muss mit 3 Toren gewinnen. Das hört sich sehr machbar an, ist so aber wirklich 50-50. Auf der anderen Seite, wie wir es gesagt haben, man weiß nicht, wie werden sie auflaufen, wie viel Spaß ist dabei und was bietet Nordmazedonien? Also ist das für die ein Spiel des Jahres? Ist das für die, da kenne ich jetzt zu wenig das Fußballerische bei dem Land und während du so von Land und Leute natürlich sehr, sehr gut dich auskennst im Vergleich zum Fußballerischen bei Nordmazedonien. Du willst doch bestimmt wissen, warum Nordmazedonien und nicht Mazedonien? Ja, das hat wahrscheinlich aber wegen dem politischen Streit der Griechen mit dem den Jugoslawen zu tun, aber wahrscheinlich weißt du da als Politikwissenschaftler mehr.
Ja, also dann jeder, der es nicht wusste, es gibt tatsächlich kein Südmazedonien. Das, was, ja, also Mazedonien heißt seit 2019 Nordmazedonien. Die Namensänderung sei nach der Übereinkunft im Namensstreit mit Griechenland nun offiziell vollzogen, teilte die Regierung in Skopje mit. Die Umbenennung trete mit Wirkung in Kraft, der neue Name ist Teil der Umsetzung eines Abkommens mit Griechenland aus dem Juni 2018. Okay, und da Griechenland ja 2004 als Bollwerk der Abwehr bekannt war mit Traianus Dellas, dem Koloss von Rhodos, und Nordmazedonien da scheinbar sehr nahe dran liegt, gehst du davon aus, durch diese Herleitung, dass wenig Tore fallen, also unter 3 mit einer Quote von 2,2. Andererseits Deutschland, Nordmazedonien. Über 3 Tore, 1,72. Wenn wir kein Verbot auf Übertore hätten, dann würde ich das eigentlich ins Auge fassen. Da bist du Ja, Auto. also ich glaube, von allen unseren Tipps bei der WM-Quali ist bisher noch nicht so einer richtig gewesen. Also von daher, lass uns doch einfach mal direkt das Ergebnis-Tipp machen, oder? Ja. Gut, aber es liegt Alles natürlich andere nicht an ist ja nur uns. Es liegt daran, Spekulation. dass diese Spiele halt anders ausgehen, als man normalerweise Ja. denken würde. Habe ich mir nichts vorzuwerfen. Setze natürlich auch kein Geld auf Länderspiele. Also komm. Correct Score, ja, Deutschland hier mit einem 2 zu 1. Da würden wir die Wette auf über 3 gerade wieder das Geld zurückgehen. Wie beim Rumänien-Spiel ein 3 zu 1, weil zweimal werden die schon nicht irgendwie nur so wenig machen. Ja, was sagst du? 3-0. Oh, Und damit habe ich. das ist so das Standardergebnis, gibt halt nur eine 5,75-Quote. Ich glaube, wir haben noch nie so eine niedrige Ergebnisquote gesehen. Da hat wahrscheinlich die Bild-Zeitung in Kooperation mit der RTL und dem DFB dieses Ergebnis vorher schon festgelegt und nach außen hin kommuniziert. Also, wer eine Fünferquote mitnehmen will, tippt einfach wie Chris Custodian auf 3 zu 0 für Deutschland und dann viel, viel Spaß bei diesem Spiel und wir sehen uns demnächst wieder zur Fußball-Bundesliga mit dem Spiel Leipzig gegen Bayern München und das wird dann wirklich geil. Samstag 18:30 Uhr. Servus.